aus Köln, aus der Stegerwald-Siedlung in Köln-Mülheim und wir machen jeden Abend um 21 Uhr dort unser Applaus- und Danke-Konzert an die, die den Laden am Laufen halten in Deutschland, so sagen wir immer, machen uns auch immer Gedanken, wie es den Menschen geht, haben schon Grüße von Nachbarn im Briefkasten gehabt, die wir dann auch mal vorlesen. Und es ist super, dass es hier sowas auch gibt und jetzt kann man ja an Ostern seine Familie nicht so richtig eng besuchen. Aber meine Eltern wohnen hier in dem Haus und haben dann gefragt, ob wir nicht auf die Art und Weise mal vorbeikommen wollen, auf Abstand und dann auch noch einen Beitrag leisten, um auch hier Köln-Leverkusen den Zusammenhalt zu stärken in den etwas schwierigeren Zeiten, die wir im Moment haben. Und da ist die Solidarität und die Nachbarschaftshilfe sehr, sehr wichtig. Man lernt sich so auch nochmal neu kennen und enger kennen, hilft sich gegenseitig. Das finde ich sehr, sehr gut, weil man dann auch sieht, was eigentlich alles in den Menschen drinsteckt. Und dass eben auch der internationale Zusammenhalt ganz, ganz wichtig ist. Genau, wir haben jetzt zwei Lieder mitgebracht. Danach ist der Marco Miliano dran aus Leverkusen und danach machen wir nochmal zwei. Ich mach das Radio an, schon wieder so ein neues Lied, wo der Sänger in mich reinschaut. Sich einfühlsam gibt, sei nicht so hart zu dir selbst. Hat mich erstmal berührt, doch im Grunde Selbstbeschäftigung geschürt. Ich hasse es, wie sie Gefühle manipulieren, um uns auszurichten, uns in uns selbst zu verlieren. Welcher Mutter hat's geholfen, sich durchs Leben zu tanzen? Welche Chöre und Konfetti erhöhen Übernahmechancen? Tim Benskujama, bin doch keine Maschine. Stimmt, doch, ich bin stolz, wenn ich sie täglich bediene. Benutze es, wenn ich nicht so hart zu mir selber bin, hat der Gegenwind denn nicht auch seinen Sinn? Ich will Lieder, die mein Herz berühren, meine Gedanken auf sinnvolle Pfade führen, die uns stärken in unserem Namen bringt. Denn unser Leben ist Kampf, darum wollen wir singen. Als die Slaven auf den Feldern von Befreiung sangen, wenn im Schlachtfeld der Bauern Melodien entsprangen, wenn im Streik einer Belegschaft neue Lieder entstehen, verliebte Summen, wenn sie sich nacheinander sehnen, Losungen vom Taille-Platz werden zu Chören oder Antifa-Parolen hat sie auf Märsche stören. Bella Ciao uns verbindet, dann bringt uns das nach vorne, dieses Leben, dieses Kampf, Musik in meinen Ohren. Ich will Lieder, die mein Herz berühren, meine Gedanken auf sinnvolle Pfade führen, die uns stärken und uns zum Lachen bringen. Denn unser Leben ist Kampf, darum wollen wir singen. Ja, Lieder, die unser Herz berühren, das sind so die Lieder, die wir...